6 Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst steht die Baureihe 103 in der Gunst der Eisenbahnfreunde immer noch ganz oben. Unter den Elektrolokomotiven belegt sie unangefochten den Platz 1 in der Beliebtheitsskala. Und so haben wir uns entschlossen, nach den Videoproduktionen 103 Stars der Schiene aus dem Jahr 1997 und Abschied von der 103 aus 2003 ein weiteres Werk zu veröffentlichen. Die Anregung kam vom Eisenbahnjournal, dessen Leserschaft besonders viele 103-Liebhaber in ihren Reihen hat. Köln Hauptbahnhof im Jahr 2000. Die erste und auch einzige neurote 103 rollt über die Hohenzollernbrücke. Die 103-233 hat ihre neurote Farbgebung dem Eisenbahnjournal zu verdanken. Die Fachzeitung selbst hat im Jahr 2009 bereits das 5. Sonderheft zu diesem Thema auf den Markt gebracht. Die 103 wahrlich ein Mythos. Wenn heutzutage eines der wenigen erhaltenen und betriebsfähigen Exemplare wieder mal auftaucht, dann ist es für ihre Verehrer wie eine Bescherung zu Weihnachten. Das Schmuckstück, das gefühlt ja gestern noch ein Teil des Bahnalltags war, ruft Erinnerungen an eine Zeit hervor, von der mittlerweile nur noch das Gute im Gedächtnis geblieben ist. Die 103 hat als Serienlok gut 3 Jahrzehnte Dienst getan. Und dabei haben einzelne Maschinen Laufleistungen von 10 Millionen Kilometern erreicht. Nach Ablauf der Dienstzeit der 145 Serienmaschinen und 4 Vorserienloks haben immerhin 17 Exemplare überlebt, obwohl die Bahn mit Verkäufen restriktiv war, weil man fürchtete, sich durch Abgabe von ausrangierten Maschinen an Privatunternehmer Konkurrenz heranzuziehen. So gibt es im Jahr 2009 nur noch 4 Betriebsloks, allesamt in TEE-Lackierung. Die cremerote Farbgebung kennzeichnete bei der aufstrebenden Bundesbahn die hochrangigen Trans-Europ-Express-Züge, später auch die erstklassigen Intercity-Züge. Somit wurde diese Farbkennzeichnung auch für die stärksten und schnellsten Fernschnellzug-E-Loks der DB verwendet. Ab 1962 gab es neue komfortable Wagen mit Klimaanlage, darunter auch den Domcar. Nun fehlten nur noch die entsprechenden Zugloks. Zunächst genügten modifizierte Einheits-E-Loks der Baureihe E1012, hier in Basel SBB in TEE-Farbgebung. Hier in nur vorübergehender cremeblauer Rheingold-Farbgebung in Dortmund. Und hier auf der Nord-Süd-Strecke. Doch mit dem Wunsch nach deutlicher Geschwindigkeitserhöhung wurde der Bedarf an einer 6-achsigen Schnellfahr-E-Lok deutlich erkennbar. Am 26. Juni 1965 konnte die DB anlässlich der internationalen Verkehrsausstellung IVA in München mit der Vorserienlok E03001 erstmalig einen Schnellzug mit Tempo 200 fahren. Der Sonderverkehr mit Schnellfahrten zwischen dem Münchner Ausstellungsgelände und Augsburg wurde bis zum 3. Oktober durchgeführt. Während E03003 als Ausstellungsstück auf dem Gelände stand, wo auch diese Gartenbahn E03 für die begeisterten Besucher ihre Runden zog, war auch E03002 und 004 im Schnellverkehr eingesetzt. Mit der IVA endete die Ausnahmegenehmigung für 200 km/h. Fortan war die Höchstgeschwindigkeit auf DB-Gleisen wieder 160 km pro Stunde. Die beim BW München Hauptbahnhof beheimateten Maschinen erhielten als Spitzenleistung die Bespannung des TEE 5556 zwischen München und Hamburg. Von den 4 Maschinen waren meist 2 ständig im Versuchseinsatz bei den Zentralämtern München und Minden und standen nur sporadisch dem Betrieb zur Verfügung.
Professor Gieschen war im Hannoveraner Hauptbahnhof, um den Zwischenhalt des TEE Blauer Enzian zu filmen. Wird heutzutage die Kennzeichnung des TEE-Halts mit einem Extraschild belächelt, so ist es traurig, dass die damals selbstverständliche Scheibenreinigung durch Extrapersonal heute der Selbsthilfe gewichen ist. Gepäckkarren auf dem Bahnsteig sind aber auch schon längst Geschichte, wie so vieles andere, was in der Geburtsstunde der 103 alltäglich und selbstverständlich war. Ab 1974 waren alle Vorserienmaschinen beim BW Hamburg-Eidelstedt stationiert, wurden aber ab 1979 nur noch im Versuchsdienst eingesetzt. Eine klassische Verwendung der 103 beim Versuchsamt Minden konnte Eduard Erdmann auf Film festhalten. Über das Altenbekener Viadukt rollt eine Vorserienmaschine, die diverse Wagen für Roll- und Bremsversuche am Haken hat. Als erste Vorserienlok wurde dann 103002. im November 1985 ausgemustert. Von 1998, also kurz nach dem Erscheinen unseres ersten 103-Baureihenfilms, bis zum Jahr 2006 gehörte E03001 zu den betriebsfähigen Museumsloks. Als solche war sie oft auf der linken Rheinstrecke unterwegs. Der Rhein glänzt golden im Bogen unterhalb von Boppard und erinnert an den Begriff Rheingold. Allerdings ist E03001 auf ihrer letzten Fahrt von Koblenz nach Karlsruhe nicht mit dem berühmten Luxuszug unterwegs. Sie bringt Reisezugwagen zur Ausbesserung. Das im Jahr 1969 geänderte Einsatzkonzept verlangte von den neuen Schnellfahrlokomotiven auch die Beförderung 800 Tonnen schwerer D-Züge mit 160 km pro Stunde. Deshalb wurde die E03 in der Serienversion 103.1 auf noch höhere Leistung getrimmt, äußerlich schon erkennbar an der zweiten Lüfterreihe. Die wurde erforderlich, weil die Lok in der höchsten elektrischen Bremsstufe mehr als 10 Kubikmeter Luft pro Sekunde ansaugt. Damit wurde der letzte und zugleich höchste Entwicklungsstand der klassischen Elektrotechnik im Lokomotivbau erreicht. Der Beweis für die Leistungssteigerung von 5.940 kW auf 7.440 kW wurde faktisch mit Erhöhung der Anhängelast von 300 auf 480 Tonnen bei Tempo 200 angetreten. Hier hat die 103-129 bei dem 8-Wagen-Zug des TEE Rheingold immerhin schon knapp 400 Tonnen Zuggewicht am Haken. Albert Schöppner filmte damals den nur erste Klasse führenden Zug. Die 145 Serienmaschinen wurden im Zeitraum von Mai 1970 bis Mai 1974 geliefert, beginnend mit der Betriebsnummer 103-101. Die Konsortien Henschel AEG lieferten 9 Maschinen, Henschel BBC 23, Henschel Siemens 30, Krauss-Maffei Siemens 50 und Krupp AEG 33. Hier ist der klassische TEE schon auf 10 Wagen mit einem Zuggewicht über 480 Tonnen angewachsen. Albert Schöppner filmte den TEE Rheinpfeil im Raum Würzburg.
Dabei erwischte er auch 10309, die nicht nur als erste Serienlok überhaupt in Dienst gestellt wurde, sondern als Einzelstück eine silberfarbene Kontrastfläche im Bereich der Lüftergitter besaß. Diese Sonderlackierung blieb bis 1987 erhalten. In Darmstadt treffen wir im Mai 2009 den Rheingold-Zug, der Museumszug im Stil des berühmten letzten TEE Rheingold. Im Jahr 1987 verkehrte dieser erste Klassezug der DB das letzte Mal. Der Domcar fehlte allerdings schon damals im Zugbild. Der einstige Starzug wird heute von der Deutschen Bahnabteilung Nostalgiefahrten in Zusammenarbeit mit der bekannten AKE Eisenbahntouristik aus Gerolstein betrieben. Die Deutsche Bahn hat für den Zug die beiden 10384 und 235 aufgearbeitet und stellt den Großteil der Wagen, Speisewagen und Domcar gehören der AKE. Über den Komfort des Rheingold können heutige ICE-Benutzer nur staunen. Wir widmen uns dem Zugpferd, das würdig ist, diesen Paradezug zu ziehen, der 103. Mit ihr fahren wir nun nach Königswinter über die rechte Rheinstrecke. Ausfahrt frei in Darmstadt. Rund eine halbe Stunde später erreichen wir bei Mainz-Gustavsburg die Mainbrücke und nähern uns dem Anlass der Reise, der Fahrt durch das Rheintal, und zwar auf dem Abschnitt, wo es am schönsten ist. Dass wir im Rheintal keine 200 km/h fahren können, dürfte wohl jedem klar sein. Doch dieses Mal muss sogar angehalten werden, um einen schriftlichen Befehl für die Weiterfahrt zu erhalten. Bauarbeiten auf unserem Richtungsgleis sind der Grund dafür. Der Hubton der Indusi-Befehlstaste ertönt, wir müssen ein haltzeigendes Signal passieren und es geht im Gegengleis weiter. Früher zu 103 Zeiten hieß das noch Falschfahrt. Ja, zu 103 Zeiten, da war auch dieser Bahnhof nicht verwildert, sondern noch intakt. Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage wäre ein 103 schon längst dem Rotstift zum Opfer gefallen, zu teuer in der Unterhaltung. Lokführer Jürgen Kuhlemann ist durch Rüdesheim schon so manches Mal in Nord- oder Südrichtung gefahren. So auch im Mai 2007 bei der Präsentation des Domcars, den der Geschäftsführer der AKE Eisenbahntouristik Jörg Petri aus Schweden wieder zurückholte und aufarbeiten ließ. Doch zurück zu unserem Zug im Mai 2009. Der Speisewagen ist schon gefüllt, die Mittagszeit rückt näher. Die 103 gleitet dahin, denn heute muss nicht mehr gegen jede Verspätungsminute gekämpft werden. Der Fahrplan ist bequem gestrickt, der Reisekomfort hat Vorrang. Die Promenade von Rüdesheim wird nun passiert. Ab 2011 soll hier mit den Bauarbeiten am Umfahrungstunnel begonnen werden. Wir passieren das Bahnhofsgebäude. Lokführer Jürgen Kuhlemann ist nicht nur Eisenbahner durch und durch, er hat sich einen Traum erfüllt, ist bei DB Nostalgiereisen und darf die 103 fahren, solange es sie gibt oder bis zum Ende seiner Dienstzeit.
Damit dürfte er, was die Dienstzeit auf der Baureihe 103 anbelangt, der ungekrönte König unter den Herren über die 14.000 PS werden. Um seinerzeit für den Lokführerberuf zu werben, wurden nämlich die Lokführer, die eine 103 fahren durften, so reißerisch betitelt: Herr über 14.000 PS. Die beiden Maschinen von DB Nostalgiereisen sind nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Österreich unterwegs. Die 184 hat seit 2007 sogar Schweiz-Zulassung. Hier wird 103-184 von der Münchner 103-245 gezogen, die als Maskottchen des Fernverkehrs überlebt hat und sich als Dispo-Lok schon mal nützlich macht. Aufnahmen aus dem Jahr 2007, als 103-235 zur Hauptuntersuchung war und von der 245 vertreten wurde. Die Attraktion für den Rheingold ist der Domcar. Insgesamt waren im Jahr 1962 fünf Wagen geliefert worden. Mit Aufgabe der erstklassigen Züge wurden die Wagen nach Schweden verkauft. Vier Wagen sind inzwischen zurückgekehrt. Neben diesen ist noch ein weiterer Domcar wieder aufgearbeitet. Er gehört Dr. Günther Stier vom Freundeskreis Eisenbahn Köln und hat als Pendant die ursprüngliche cremeblaue Lackierung erhalten, die aber sowohl epochemäßig als auch farblich gar nicht zu unserer Zuglok 103 passen würde. Damit kommen wir wieder zurück zu unserer Reise mit 103-235 über die rechte Rheinstrecke Richtung Königswinter. Die Fahrt geht durch Lorch und Lorchhausen. Die Zugkraft der Serien 103 wird mit 31 Tonnen bei der Anfahrt und mit 14 Tonnen als Dauerzugkraft angegeben. Die Fahrmotoren geben 1240 kW Dauerleistung ab. Das entspricht bei 6 Fahrmotoren einer Lokomotivleistung von 7440 kW. Einen Wert, den selbst heutige Drehstrom-E-Loks nicht erreichen. Wir rollen nun auf Kaub zu. Im Speisewagen geht es hoch her. Die letzten Schnitzel werden paniert, während die ersten schon fast gar sind. Nun müssen die Getränke noch schnell an die Tische, bevor das Mittagessen serviert wird. Zu drei verschiedenen Zeiten haben insgesamt 130 Gäste hier im Speisewagen gebucht. Geschäftsführer Jörg Petri hilft mit, damit alles minutiös abläuft und der Service auch der ersten Klasse gerecht wird. Erinnerungen an eine große Epoche des Reisens. Vom Speisewagen kommen wir wieder vor auf die Lok. Bei der Durchfahrt in Kaub wird der Blick frei auf die Rheinpfalz. Vom linken Rheinufer aus präsentiert sich der Rheingold in seiner ganzen Schönheit und der vollen Länge von 11 Wagen. Fast 60 Jahre lang gab es diesen Zug hier am Rhein. In unterschiedlichen Erscheinungsbildern. Wagen und Loks wechselten. Leider signalisierte die Bespannung des Zuges mit 103 das Schlusskapitel dieser Legende. Am Seitenfenster der 103 taucht Oberwesel auf der linken Rheinseite auf. Trotz der Ausrichtung des Fernverkehrs auf die linke Strecke fuhren immer mal wieder Intercities und Schnellzüge rechtsrheinisch.
Diese 103 ist im Jahr 1992, genau wie wir, nordwärts und rechtsrheinisch unterwegs. Blick auf Oberwesel. Auf der anderen Rheinseite, der Rosssteintunnel, unter uns liegt die linke Rheinstrecke im Sommer 1992. Der südwärts fahrende IC sieht etwas zusammengewürfelt aus, weil sich das seit 1987 eingeführte Farbkonzept der DB-Fahrzeuge nur langsam durchsetzte. Die kunterbunten Züge störten auch den gerade angetretenen Bahnchef Dürr, der daraufhin die beschleunigte Umlackierung der IC-Wagen befahl. Auch damals war dichter Verkehr auf dem Rhein. Im Mai 1989 waren die meisten ICs noch ohne Fehlfarben. Nordwärts sind die rot-cremefarbenen Erster-Klasse-Wagen vorne, dann folgt der gleich lackierte Speisewagen und dann die türkis-beigen Zweiter-Klasse-Wagen. Der IC heißt übrigens Stolzenfels, genauso wie das rheinaufwärts fahrende Ausflugsschiff. Namensgeber ist das berühmte Schloss Stolzenfels in Koblenz. Die markanten Wehrtürme von Oberwesel kennzeichnen die beste Stadtbefestigung am gesamten Mittelrhein. Und deshalb braucht man hier auch keine Lärmschutzwände. Die Intercities donnern hinter der Stadtmauer entlang. Die Verbindung Köln-Mainz war damals verkehrsreichster Streckenabschnitt Europas. Dem südwärts fahrenden Intercity begegnet auf der anderen Rheinseite ein Güterzug mit einer 140. Sie ist genau dort unterwegs, wo auch wir unsere Führerstandsmitfahrt mit 103-235 fortsetzen. Es geht in den Rosssteintunnel, der Oberwesel gegenüberliegt. Wir nähern uns nun der Lorelei, einem der letzten Überhol- und Ausweichbahnhöfe weit und breit. Rechte und linke Rheinstrecke liegen hier im engen Rheintal kurz vor dem Loreleifelsen sehr dicht beieinander. Gäbe es noch den Verkehr von damals, bestimmt hätten wir die Chance gehabt, von der rechten Seite aus auf einen Intercity mit 103 zu schauen. Aber all das ist schon lange Geschichte. Im Sommer 2002 wurde als neue Fernverbindung die Neubaustrecke Köln-Frankfurt eröffnet, was eine Entlastung der Rheinstrecken brachte und für die Fahrgäste einen Fahrzeitgewinn von einer Stunde. Im Seitenfenster taucht der Loreleifelsen auf. Kurz darauf erfolgt die Einfahrt in den Loreleitunnel. Die Flussenge rund um den Loreleifelsen bei St. Goarshausen ist die Hauptattraktion im Rheintal. Der heilige St. Goar rettete und pflegte der Sage nach hier einst die Schiffbrüchigen. Der Ballade nach wurden die Schiffsleute von der Nixe-Lorelei so abgelenkt, dass sie die Stromschnellen nicht beachteten. Wir blicken zurück auf den Loreleifelsen, während unser Zug sich St. Goarshausen nähert. Die letzten gefährlichen Felsen in der Rheinenge wurden im Jahr 1930 gesprengt. Gefährlich blieb es hier trotzdem und so ereignete sich noch im September 2003 bei Niedrigwasser ein Unfall mit einem Ausflugsschiff. Von der Burg Rheinfels hat man diesen herrlichen Blick auf den Bogen, den wir gerade durchfahren haben. Hier benutzt im Jahr 1993 eine 103 mit einem D-Zug ebenfalls die rechte Rheinstrecke, wahrscheinlich wegen Überlastung der linken Rheinseite.
Mit der erfolgreichen Einführung der zweiten Klasse bei den Intercities hatte der Fernverkehr zugenommen und war im Rheintal an seine Grenzen gestoßen. Kursbuchexperte Helmut Bittner vom DGEG-Archiv in Witten hat diese Zeit miterlebt und kennt auch noch die Anfänge der Umstellung. München-Bremen. Das waren aber reine Tests. Und im Sommer 78 der große Test zwischen Hamburg und Köln. So, 78 habe ich auch hier. Und da gucken wir jetzt mal nach. Müssen wir mal in die Ferntabelle gucken. Und das war der Test für IC 79, dass hier die stündlich fahrenden IC-Züge alle 1.2. hatten, die zum Teil auch von Stuttgart kamen. Ja? Also das war nicht nur Köln-Hamburg, sondern es waren auch Auslaufende. Aber hier sieht man, das Ziel war, den Verkehr von Köln bis Hamburg sozusagen stündlich 1.2. Klasse. Das war der Generationswechsel. Mit dem Sommerfahrplan 1979 und dem Konzept IC 79 brach für die 103 eine neue Epoche an. Mehr Züge und höhere Lasten. Das war das Netz 1.2., das klassische. Da begann auch auf den starken Linien diese typische Sache, 7 Wagen 2. Speisewagen und 3 Wagen 1. Und also ich weiß nicht, ob die 1. Klasse verstärkt, habe ich nie erlebt. Eher verkürzt und im 2. Klasse-Teil am Wochenende bis zu 13, 14 Wagen. Das war damals der Erfolg, das muss man nach wie vor sagen. Das war die Idee, weil mit dem 1.-Klasse-System ist man nicht mehr weitergekommen. Ne? Die 103 zierte nun das eine oder andere Kursbuch. Doch ab 1985 sollte der Verkehr auf der Rheinstrecke noch weiter verdichtet werden. Das bedeutete die 103er gleich im Rudel. Gleichzeitig wurden die Fahrzeiten gekürzt. Die erste Kursbuchseite zeigte Erfolge auf. Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf durchschnittliche 108 km/h. Das war die Reform zum Jubiläumsjahr 85. Weil das ganze Netz war ja so ein bisschen träge geworden. Da waren ja Abschnitte, es war damals ja noch, dass bis 140 nur ein Lokführer drauf sein musste und ab 140 zwei. Und das hat man sich auf verschiedenen Strecken eingespart. Da ist man nur 140 gefahren, hat einen Mann eingespart, obwohl es Streckenteile gab, die 160 benutzbar gewesen wären. Es waren ja vorher immer 2 Züge von Köln. Einer fuhr immer Richtung Mannheim, einer nach Frankfurt. Und das Ganze, weil die Richtung nach Frankfurt so überlastet war, also man hat sozusagen überlagernde Linien, dass am Rhein dann eben 3 Zugleistungen waren. Dortmund, München und das andere war Hannover, auch durchs Ruhrgebiet, mit Trassentausch Basel. Also es gab da die unterschiedlichsten Sachen. Aber diese Dreiergruppe ist hier überall drin. Und hier ist typisch zu sehen, die damalige Dreiergruppe von Köln, wo dann hinter Koblenz die Aufteilung war, Frankfurt nach Frankfurt über Wiesbaden, mit Kopfmachen in Wiesbaden, nach Frankfurt direkt über den Flughafen und Richtung Mannheim, Basel. Das war damals die Grundausrichtung. Da gab es natürlich dann auch Trassentausch, aber das ist eine andere Sache, nicht? Sagen wir mal, ab Koblenz, 11.44 Uhr, zuerst der Senator nach Frankfurt. Dann 11.50 Uhr ab, der Erasmus als Eurocity nach München-Innsbruck. Und um 11.56 Uhr, also praktisch im 6-Minuten-Abstand, von Hannover nach München über Nürnberg.
Senator Erasmus Wetterstein. Dann der Stolzenfels von München über Würzburg. Das war der klassische IC- und EC-Verkehr. Es waren immer 7x Zweiter Speise und 3x Erster. Das war die klassische IC-Bildung in der Zeit. Mal 450 Tonnen, ja, so 550 Tonnen Züge waren das. Ne? Aber am Wochenende natürlich verstärkt, zum Teil bis auf 13, 14, 15 Wagen. Nicht? Die 103, die kriegt er ja auf einmal Lasten für diese, eigentlich gar nicht gebaut war. Ne? Die 103 war damals im hochwertigen Reisezugdienst allgegenwärtig. In Köln rollte ein fast nicht enden wollender Strom von Intercities in beschaulicher Fahrt über die Hohenzollernbrücke nordwärts. Die Rheinüberquerung stellt eine ständige Langsamfahrstelle dar. Erst danach kann durch den Bahnhof Deutz voll beschleunigt werden. Das Verhältnis Leistung zu Lokmasse entspricht 64,2 kW je Tonne Lokgewicht und damit kommt die 103.1 an die Grenze dessen, was man überhaupt in einer sechsachsigen Lok an Leistung mit klassischer Technik installieren kann. Die sagenhaften 14.000 PS standen durch eine Zusatzschaltung am Haupttransformator für 10 Minuten zur Verfügung. Genau bei 152 km pro Stunde wurde die Maximalleistung von 10.400 kW erreicht. Um Störquellen zu vermeiden, wurde dieser Umschalter ab 1990 bei allen 103 stillgelegt. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Letzte Maschine, die diesen Umschalter besitzt, ist 103-222 der DB-Systemtechnik in Minden. Sie ist die letzte der vier im Jahre 2009 noch betriebsfähigen 103er, die wir vorstellen. Zunächst war 103-118 ab Werk mit Drehgestellen geliefert worden, die über geänderte Radsatzgetriebe für 250 km/h verfügten. Mit ihr wurden Versuchsfahrten im Hochgeschwindigkeitsbereich gemacht. Als später aber jede Serien 103 gebraucht wurde, tauschte 103-118 ihre Drehgestelle gegen serielle. Ihre Hochgeschwindigkeitsgetriebe kamen bei der Vorserien E03-003 zum Einsatz. Nach Verbesserung und Zulassung für 280 km/h wurden sie unter 103-222 von DB Systemtechnik eingebaut, die auch im Jahr 2009 vor Messzügen noch häufig im Einsatz ist. Damit sind zwei Maschinen beim DB Nostalgieverkehr, eine Maschine beim Fernverkehr und eine Maschine bei DB Systemtechnik. Allesamt sind sie klassisch in TEE-Lackierung cremerot. Im November 2006 war die Vorserienlok E03-001 zu Besuch im Kölner Betriebsbahnhof, als 103-222 mit ihrem Messzug Richtung Süden fuhr. Auch 103-184 wartete hier auf neue Einsätze. Eine Ansammlung cremeroter Loks wie in alten Zeiten. Die Kursbücher von damals wurden mit der cremeroten 103 verziert. Dieses Titelfoto wurde bei drei Ausgaben verwendet. Schließlich erschien alte Signaltechnik auf dem Titel. Auch dieses symbolträchtige Bild wurde dreimal verwendet. Noch standen Formsignale an der linken Rheinstrecke, wie hier in Bingerbrück. Bis zum Ausscheiden der 103 waren sie dann restlos verschwunden. Im Jahr 1987 bekam die Baureihe 103 Verstärkung. Die ersten Drehstromloks gingen in Serie. Insgesamt 60 Maschinen der Baureihe 120 wurden geliefert. Bis zum Bau einer 103-Ersatzlok, der Drehstromlok 101, sollten aber noch einmal 10 Jahre vergehen. Vorher aber lief ein neues Flaggschiff der 103 den Rang ab. Der ICE kam im Jahr 1991 auf der ersten Neubaustrecke ins Rollen.
Doch zurück ins Jahr 1987, genau 16 Jahre nach Ablieferung der ersten Serien 103, begann die Umlackierung der Maschinen in Orientrot mit weißer Signalschürze. Die erste war 103-115. Allerdings wurde bis zur Ausmusterungswelle, die mit der Ablieferung der Nachfolgebaureihe 101 begann, nur ein Teil des Bestandes umlackiert. Wurde bei den anderen Triebfahrzeugen die neue Farbvariante durchweg begrüßt, so traf die rote Ganzlackierung der 103 auf geteilte Meinungen. Die äußerte ein Lokführer per Meldekarte wie folgt: Jetzt nur noch Lok mit Blaulicht und Martinshorn ausrüsten. Hier kommt kurz vor Basel eine neurote 103 über die Oberrheinstrecke. Diesen Ort würde kaum jemand kennen, wäre hier nicht ein schweres Eisenbahnunglück geschehen. Rheinweiler ist einer der Schicksalsorte aus dem Unglücksjahr 1971, in dem über 100 Menschen bei drei Eisenbahnunglücken in Westdeutschland ums Leben kamen. Die noch neue 103-106 entgleiste wegen überhöhter Geschwindigkeit in der engen Kurve und musste an Ort und Stelle verschrottet werden. Die genaue Ursache konnte nie ermittelt werden. Auch der Museums-Rheingold kommt hier regelmäßig entlang. Auf einer Fahrt nach Landquart hatte übrigens Eisenbahnromantiker Hagen von Ortloff den Leiter der DB-Nostalgiereisen Klaus Rethorn interviewen können, ob er den Rheingold auch als Eisenbahnfreund ansieht. Ja, selbstverständlich. Ebenso wie Ihre Kameraleute stehe ich auch manchmal an der Strecke und fotografiere ihn. Und ich bin dann auch ein wenig stolz manchmal. Die kurvenreiche Trasse bei Rheinweiler und Istein wird bis Ende 2012 durch eine geradlinige Strecke durch den Katzenbergtunnel ersetzt werden. Damit fällt ein markantes Stück der 103-Einsatzstrecke im Oberrheintal weg. Wieso gerade die 103? Ja, die 103 ist die klassische Lokomotive für den Trans-Europ-Express-Verkehr. Und wir fahren mit der 103 natürlich überall in Deutschland. Wir fahren auch nach Österreich. Wir fahren 42 Jahre nach der ersten Zulassung der Baureihe 103 auch in der Schweiz. Das Dampfschiff Goethe kommt vorbei. Wir sind wieder im Sonderzug nach Königswinter mit 103-235. Neben Lokführer Jürgen Kuhlemann sitzt Klaus Rethorn, der die Filmarbeiten an diesem Tag begleitet. Hinter der Rechtskurve wird der Haltepunkt Kestert durchfahren. Die einstige Idylle ist heute hinter Lärmschutzwänden verborgen. Im Jahr 1992 hatte man noch diesen Blick auf Haltepunkt und auf die andere Talseite mit linker Rheinstrecke. Dabei stand man an der Friedhofsmauer des kleinen Weinortes Kestert. Südwärts fahrende Intercities mit 103 entwickelten hier ihre eigene Dynamik, wo sich das linke Rheinufer als schmuckloser Verkehrskanal aus Wasserweg, Bundesstraße und doppelgleisiger Fernbahn zeigt. Die Erinnerung an die Zeiten mit den sechsachsigen Rennern kehrt im Museumszug wehmütig zurück. Die 103 war eben eine Lok, die mit allen Achsen richtig zupackte. Und sie brauchte noch Lokführer mit Gefühl und Wissen von der Technik. Sie verlangte nach einem Lokführer, der mit ihr vertraut war. Schwierig wurde es für die, die als ältere Semester erstmals und dann nur gelegentlich mit ihr in Berührung kamen. Sie taten sich schwer, mit ihr warm zu werden. Das brachte der Einsatz der 103 zunehmend weg vom IC zum IR-Verkehr und somit mehr auf dem flachen Land mit sich. Doch auch diese Herren benötigten Analytikpunkte für ihre Dienstpostenbewertung. Die grüne Welle war den 103-Lokführern meistens sicher. Die Züge mussten rollen. Im Seitenfenster taucht nun am linken Rheinufer Andernach auf. Auf dieser Seite die letzte bombastische Filmstelle des Mittelrheins Richtung Norden. Unzählige Male ist Lokführer Kuhlemann damals hier durchgefahren, den Fahrplan im Nacken. Um jede Minute musste gekämpft werden, sonst meldete sich sofort die Zugleitung. Dann kam die Aktion Zeigersprung, bei der die Pünktlichkeit vor die Wirtschaftlichkeit gestellt wurde. Auf der 103 musste spätestens jetzt auf der letzten Rille gefahren werden, was der Lok nicht gerade gut tat. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der störungsfreien Laufleistung interessant.
Aus den bis dahin geführten Statistiken dieser mittlerweile über 20 Jahre alten Loks, deren große Stärken und wenigen Schwächen allen hinreichend bekannt waren, ließ sich länger kein frischer Nektar saugen. Nicht gerade zur Freude mancher DB-Bürokraten haben die Werkstätten diese Statistik verhungern lassen. Ohne sich auf eine exakte Zahl festlegen zu können, die störungsfreie Laufleistung lag im Bereich einiger hunderttausend Kilometer, Tendenz fallend mit steigendem Alter der Loks. Nun kommt vor Leutesdorf eine Fußgängerbrücke in Sicht, von der aus wir eine der letzten 103 Einsätze auf Video festhielten. Zu Ostern 2003 gehörte 103-167 zu den letzten rot-beigen Mohikanern und lief mehrmals vor einem Autoreisezug zwischen Dortmund und München. Kurz nachdem die Sonne das Rheintal am Morgen ausleuchtete, rollte der Zug, der einst den klangvollen Namen Christophorus trug, am rechten Ufer entlang. Die Morgensonne lässt das Rheinwasser golden glitzern. Wir nehmen nun Abschied vom Rheingold nach Königswinter und wenden uns wieder Richtung Süden. Der letzte TEE Rheingold verkehrte eher aus touristischen Gründen. Die beige-roten Wagen des Zuges waren zusätzlich mit einem schmalen, orangenen Farbstreifen gekennzeichnet. Im Februar 1987 rollt der Zug an einer Schublok für die Geislinger Steige vorbei. Im selben Jahr wurde der Rheingold eingestellt. Der Legende wird zum Glück auch heute noch am Rhein gehuldigt. Südlich von Lorch treffen wir den Autozug, der bei den Eisenbahnern immer noch Christophorus heißt, auf seinem Weg in den Süden wieder. Von der Neubaustrecke Würzburg-Kassel führt eine Überleitung auf die alte Spessart-Linie Würzburg-Frankfurt, die sogenannte Nantenbacher Kurve mit Tunnel und Mainbrücke. Hier jagt der EC18 Richtung Frankfurt. Die ÖBB hat auf die Beschaffung von Steuerwagen verzichtet und lässt dafür lieber eine zweite Lok am anderen Ende des Zuges mitlaufen. Denn von den Taurus-Maschinen gibt es genug. Dieser große Wurf unter den Drehstromloks könnte vom Aussehen her durchaus würdiger Nachfolger der 103 sein. ...103-167 kommt auf der Rückfahrt von München auf der alten Strecke entlang und muss nun kurz anhalten, bis der Block hinter dem EC18 wieder frei ist. Die Kunden des Autoreisezuges sind durchweg Urlauber, die es nicht ganz so eilig haben wie die Passagiere des Eurocity. Eben reisen, nicht rasen. Zum 15. Januar 2003 war die Abstellung der restlichen 103 verfügt worden. 103-167 gehörte zu den Maschinen, die dann wegen Lokmangels reaktiviert werden mussten. Der 103-Bestand war von Beginn der Abstellungen im Jahr 1997, damals hatte die Auslieferung der Nachfolgebaureihe 101 begonnen, bis ins Jahr 2000 so weit geschrumpft, dass der Rest in Frankfurt zusammengezogen wurde. Insgesamt 4 Maschinen waren im Frühjahr 2003 wieder reaktiviert worden. Die Zahl ihrer Verehrer schien in diesen Tagen anzusteigen. Im Freundeskreis trug der Junge mit der roten Kappe wegen seiner Begeisterung für die runden Renner eine Zeit lang den Spitznamen 103. Auch 103-217 gehörte zu den reaktivierten Maschinen und war im April 2003 im Sonderdienst Richtung Hamburg-Altona eingesetzt. Im selben Jahr wurde sie nun endgültig abgestellt. Der Abschied von der 103 aus dem Plandienst wäre vielleicht doch etwas später über die Bühne gegangen, hätte sich die Bahn nicht nach und nach von ihren Interregios verabschiedet. Diese Zuggattung war im November 1988 auf der Linie Hamburg-Kassel-Fulda aus der Taufe gehoben worden. Diese Züge stellten auf vielen Verbindungen nicht so hohe Anforderungen an die 103 und waren gerade deshalb geeignet für das Schlusskapitel, das ja 1997 eingeläutet wurde. Auch die Elektrifizierung vieler Strecken der Deutschen Reichsbahn im Zuge des Aufschwungs Ost hatte den 103 neue Einsätze beschert, so die vielen Verbindungen nach Berlin. Die Euphorie der politischen Wende im Osten brachte die Eurocity-Verbindung Prag-Paris hervor, deren Zuglauf im Sommer 1992 über die gerade wieder in Betrieb genommene und generalsanierte Strecke Eisenach-Gerstungen führt.
Die war im Zuge des Mauerbaus und der Befestigung der Grenzsicherungsanlagen 30 Jahre lang ungenutzt geblieben. Im Jahr 1995 ist hier der elektrische Fahrdraht in Betrieb genommen worden und bald darauf erschien die 103 vor den Interregios der sogenannten Mitte-Deutschland-Verbindung von Aachen bis Weimar. Die Mitte-Deutschland-Verbindung hatte zunächst Gera als Start und Ziel im Osten. Das Stück bis Weimar wurde mit Diesel gefahren, später wegen mangelnder Nachfrage dann aufgegeben. Als Denkmal der Grenzbefestigung war gleich neben der Strecke nicht nur dieser Wachturm bei Wommen stehen geblieben. Anzeige für den letzten Interregio des Tages aus dem Osten, auf dessen Fahrt man in Eisenach die Wartburg schon mal unter solch mystischem Kulissenhimmel am Zugfenster vorbeiziehen sah. Fahrt zu einem anderen Monumentalbauwerk. Die Interregios zweier Linien liefen den ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe an. Die Lokführer hatten für den Neubaubahnhof gleich einen Namen: Halle der 1000 Winde. Anscheinend herrscht für diesen Problemfall bei den Planern eher geistige Windstille. Vor dem Herkules auf dem gleichnamigen Denkmal oberhalb Kassel hat sich wohl schon so manches abgespielt. Im Jahr 1991 kam der ehemals volkseigene Betrieb Brauerei Gotha zum westlichen Brauer Oettinger, was die Werbung aber nicht verrät, denn die Straßenbahn kam gleich nach der Wende aus dem Westen. Mit der 103 dauerte es etwas länger, bis sie in Gotha auftauchte. Der elektrische Betrieb auf der Strecke war erst am 28. Mai 1995 eröffnet worden. Bis dahin war die 103 auf 21 Interregio-Linien zum Einsatz gekommen. Zum Winterfahrplan 1999-2000 wurde der Dienst noch einmal gesteigert. Fast 50 Züge mehr mussten bespannt werden als im Fahrplan zuvor. Zwei Jahre später war der Einsatz vor den Interregios für die 103 vorbei. Doch kurz vor dem Ende tauchte auch noch die gerade umlackierte 103-233 auf der Mitte-Deutschland-Verbindung auf. Zwischen Paderborn und Hamm hat sie hier gerade die 200 km/h-Marke erreicht. Das Streckenstück Hamm-Paderborn war ähnlich einer Neubaustrecke generalsaniert worden. Nachfolger der 103 geführten Interregios wurden hier ICE, die aber auch nicht so viel schneller fahren konnten, als dass sich ihr Einsatz gelohnt hätte. Mittlerweile wird die Linie über Altenbeken und seinen beiden Viadukten von IC befahren. Für die Interregios hat es keinen adäquaten Ersatz gegeben und ihre Abschaffung hat der Bahn wohl so manchen Kunden gekostet. In Hamm hatten die Interregios Fahrtrichtungswechsel, der aus Zeitgründen auch mit einem Lokwechsel verbunden war. Auch auf dem Streckenstück nach Aachen wurden im Sommer 2000 noch 8 Züge mit 103 bespannt. Einfahrt in den Aachener Hauptbahnhof. Auf dem Nachbargleis rollt der Thalys aus Köln zur Weiterfahrt nach Brüssel ein.
Dieser Kilometerstein steht in Obervellmar, wo sich die Strecken nach Kassel Hauptbahnhof und Wilhelmshöhe teilen. An dem Abzweigbahnhof haben wir im Oktober 2000 auf den Interregio nach Weimar gewartet, nicht ahnend, dass seine Zuglok mal ein besonderes Schicksal haben würde. Damals war die 103 für uns nichts Außergewöhnliches, die übliche Lok in Orientrot. Doch auch der Lokführer hätte damals erstaunt geschaut, hätte man ihm prophezeit, dass seine Lok bald blau lackiert würde. Es kam aber tatsächlich so. Beim Herannahen sehen wir deutlich die Nummer 103/197, die drei Jahre später so aussah. Die Lok war im Juli 2001 ausgemustert worden und hatte im AW Opladen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme diesen Umbau zu einem Konferenzraum erhalten. Wie viel Konferenzen oder Feiern in dem Lokkastenlokal abgehalten wurden, wissen wir nicht. Auch nicht, warum ausgerechnet die Farbe Blau verwendet wurde. Vielleicht um einen Zustand zu beschreiben, um die Gemüter zu beruhigen oder weil die schnellen elektrischen Fahrzeuge der DB ursprünglich auch blau waren? Erinnerung an eine große Zeit, als 1965 offiziell das Hochgeschwindigkeitszeitalter eingeläutet wurde. Das Schild ziert den Aufstieg zur Schnellfahrlok E03002 im Spatzenpark von Herrenried, den der Manager der erfolgreichsten Volksmusikgruppe Europas, den Kastelroter Spatzen, Helmut W. Brossmann, auf einem 18 Hektar großen ehemaligen Bundeswehrgelände aufgebaut hat. Neben der Vorserien E03002 steht die schon gezeigte ehemalige blaue 103/197 hier. Erst im Spatzenpark war die Lok wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt und komplettiert worden. Die Innereien fehlen natürlich. Doch 103/197 war nicht die einzige blaue 103. Im Oktober 1995 präsentierte die DB den Touristikzug mit passenden Lokomotiven für den Charterverkehr. 103/220 war blau-gelb-grün lackiert und hatte schon den Namen Blümchenwiese. Der Erfolg des Zuges blieb leider hinter den Erwartungen zurück. In den Sommermonaten von 1998 bis 2000 gab es schließlich den normal benutzbaren Urlaubsexpress an die Ostseeküste. Heute kann die 103 im DGEG-Museum in Neustadt an der Weinstraße bewundert werden. Dort, wo wir die nächste Sonderlackierung einer 103 aufgenommen haben, ist die Lok auch heute noch zu sehen, in Darmstadt. Ihr Einsatz für den Lufthansa Airport Express währte nur 2 Jahre. Die Lok steht heute in Orientrot im Eisenbahnmuseum Kranichstein. Von den meisten der 145 Serienmaschinen ist gerade mal das Lokschild erhalten geblieben. Dafür wächst die Anzahl der 103 Nachbildungen auf dem Modellbahnsektor immer weiter. Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass neue Modelle erscheinen oder dass zumindest eine neue Beschriftungsvariante auf den Markt kommt. Diese 103-Beschriftung ist ganz neu und bislang nur auf der Original-Lok zu finden. 103/245 wurde Ende Mai 2009 neu lackiert und bekam die nun übliche UIC-Nummer auf die Seiten geklebt. Nun auf den letzten Stand gebracht, ist sie wieder täglich im ICE-Ersatzverkehr zwischen München und Nürnberg unterwegs. Dabei nimmt der Zug die Route über Treuchtlingen und Augsburg. Am Nachmittag fährt 103/245 ein zweites Mal von München nach Nürnberg und zurück.
Hier überquert die 245 das Möhrener Viadukt. Die 103/184 ist in diesem Film vielleicht etwas zu kurz gekommen. Diese Maschine des Verkehrsmuseums ist ja auch sehr rege im Einsatz gewesen und so können wir unseren Film mit einigen ihrer Einsätze ausklingen lassen. Ob Ruhr-Sieg-Strecke, die Rennstrecke nach Hannover oder die Salzburg-Münchner Voralpenlinie, überall ist die Lok schon gewesen. Eben auch dort, wo planmäßig einst keine 103 verkehrte. Der elegante Star-Zug hat seine besondere Prägung erst durch die Bespannung mit der 103 erhalten. Sie war das gewisse Etwas, das dem TEE für seine Erscheinung und seine Zugkraft in doppelter Bedeutung noch fehlte. Die Maschine war eben Ausdruck einer Epoche und damit Verkörperung deutscher Reisekultur.